Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist hier bei der Gesundheitsreihe. Gesundheit an Körper, Geist und Seele. Und heute habe ich hier was. Kannst du dir vielleicht vorstellen, um was es geht? Ja, es geht um unser Herz. Es geht aber jetzt nicht um das physische Herz, sondern es geht um unser energetisches Herz oder auch, ich sag's, kosmische Herz. Das Herz, wo mit dem Kosmos verbunden ist, wo mit der Schöpfung verbunden ist, wo ganz viele Informationen in sich trägt und auch Informationen empfangen kann. Und zwar auf den feinstofflichen Ebenen, auf den Geistebenen. Und dieses kosmische Herz hat hier seinen Sitz. Du kennst es bestimmt, manchmal haben wir Situationen und alles in uns, das zieht sich förmlich zusammen. Ja, das spüren wir vielleicht hier, da wird es eng. Oder viele sind auch hier im Oberkörper verspannt, ja, haben Verspannungen. Kann schon ein Zeichen auch sein, dass hier dieses kosmische Herz noch nicht so geöffnet ist. Stell dir einfach vor, das kosmische Herz ist ein Raum, ist ein energetischer Raum. Da kommen Informationen rein, da gehen Informationen raus. Und das hat auch mit unseren Gefühlen zu tun, das hat mit Schwingung, mit Frequenz zu tun. Und dieser kosmische Herzraum in der Wandlungszeit, wo wir jetzt alle drin sind, in dieser sehr intensiven Zeit, da beginnt dieser Herzraum sich zu öffnen. Bei manchen Menschen ist es schon ziemlich offen, bei anderen ist er eher noch zu. Also da gibt es auch verschiedene Stufen, wie bei einer Tür. Stell dir einfach eine Tür vor und die geht so langsam auf. Und manchmal möchte man die Tür aufmachen und irgendwas klemmt da und das geht einfach, das geht nicht. Und das sind dann unsere inneren Widerstände oder wenn wir eine Abneigung dagegen haben. Oder wie auch im letzten Video gesagt, es kommt ja auf unseren Blick an, mit welchen Augen schaue ich auf die Welt. Auch das hat einen Einfluss wieder hier auf das kosmische Herz. Und wenn wir hier immer mehr in die Liebe kommen und bei uns selbst ankommen, da steckt dann das Thema Selbstliebe drin und Selbstfürsorge, aber jetzt nicht aus dem Egoismus raus, nur mir geht's gut und alle anderen, das ist mir egal. Nein, dass es mir gut geht, aber gleichzeitig, dass es auch für das Gesamte gut ist und gut dient. Ja, das bin ich wieder bei den Gedanken, bei den Worten und auch das, was wir machen den ganzen Tag. Das spielt da auch mit rein. Und es kann jetzt im Aufwachprozess bei den Menschen da dazu führen und kommen, dass es hier auch Schmerzen, wirkliche Schmerzen geben kann, hier auf dem Brustbein. Also ich selbst kenne das von mir. Als ich, mein Herzraum hat sich geöffnet, aber dann kommen wir immer an feinere Schichten hin und dann gehen wir in Richtung des Feinstoffliche und es sind halt auch Ebenen in uns und die können sich auch mal über Schmerzen äußern. Also auch hier nicht wundern, wenn mal hier plötzlich vielleicht sowas wehtut und ich denke, oh, was habe ich jetzt, was ist das? Und da zunächst mal, hier, das ist mal ein Tipp, so fürs erste Mal hinschauen. Wenn das natürlich was Physisches ist und über längere Zeit bleibt, ganz klar immer ärztliche Hilfe, fachmännischen Rat einholen, ganz klar. Ich bin hier, die Videos sollen dir helfen als erste, vielleicht erste Station, Gesundheit, was kann ich selbst tun. Ja? Also wenn ich hier Schmerzen habe, dann habe ich, ist bei mir so gemacht, ich habe versucht, dass ich hier wirklich mal meinen Atem reinlenken kann und dass ich mir auch mal meine Hände hier aufgelegt habe. Weil unsere Hände, ja, durch unsere Hände fließt Energie. Und je liebevoller, dass wir mit uns selbst umgehen, umso liebevollere Energie fließt aus unseren Händen. So. Ja, und dann kann ich mir hier selbst mal Liebe schenken, Herzensliebe, nehmen wir nochmal das Herz,
dass ich aus meinem Herzen die Liebe hier reinlenke und reinsende in mein kosmisches Herz. So, und dann lasse ich das ein paar Minuten und dann wird es ruhiger werden. Und dann gehe ich in eine schöne Atmung rein. Ich atme gleichmäßig durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und das Ganze kann sich hier beruhigen und entspannen. Was auch helfen kann in solchen Situationen, dass du dir eine Wärmflasche auflegst, einfach durch die Wärme entspannen den ganzen Bereich. Und das wirkt sich natürlich auch hinten auf die Wirbel. Oft kann es auch sein, dass hinten von dem Wirbel her, ja, vom Nervensystem her auch etwas nach vorne zieht. Ganz klar, wir haben ja hier auch Faszien und so weiter. Also das sind ja ganz, ganz viele Ebenen. Und ich schaue jetzt hier wirklich auf die energetische Ebene, weil manchmal kann es auch sein, wir machen auf viele Ebenen was und ist dann trotzdem irgendwo, hakt es noch. Und dann möchte ich dich jetzt einfach hier mal ins Bewusstsein bringen, da ist noch das kosmische Herz und das kosmische Herz, ja, das fühlt mit, das hat Mitgefühl, ja, und das strahlt auch Güte raus und ja, Selbstfürsorge. Ich sorge gut für mich und für die anderen und fürs Gesamte. Und dann kann sich dieser Herzraum immer, immer weiter öffnen. Und dann wird es auch leichter in uns. Da damit verbunden sind natürlich auch unsere Organe, unser Körper. Das heißt, wenn ich hier diesen Herzraum immer mehr, ja, zulassen kann, dass da die Liebe reinfließt, dann fließt die Liebe natürlich über alle unsere Organe und auch auf die feinstofflichen Ebenen durch unsere Körper durch. Ja, das ist mal eine Möglichkeit. Es gibt auch von mir eine kostenlose Meditation über den kosmischen Herzraum. Die kannst du dir gern auch mal anhören und es vielleicht machen, wo es ganz speziell um diesen Raum hier geht, dass man da immer wieder in eine Verbindung kommen zu dem Herzraum. Die Meditation, das Video verlinke ich dir unten. Dann ist das vielleicht auch mal zum Entspannen eine ganz, ganz gute Übung und sich bewusst werden, ja, ich atme hier rein und ich lasse hier Liebe rein und zwar in meinen kosmischen Herzraum oder in mein energetisches Herz. Ja, vielleicht ist auch gerade dieser Impuls jetzt für dich der passende. Dann freut es mich, wenn du mir einen Daumen nach oben lässt oder auch das Video weiterleitest. Vielleicht an Menschen, die gerade auch vielleicht auch sagen, oh, ich fühle mich so schwer und ich weiß gar nicht, was ich machen soll und so weiter. Aber Erschöpfung natürlich kann man hier auch wirksam werden für sich selbst. Oder ich freue mich auch natürlich über ein Abo. Und so grüße ich dich und euch ganz herzlich bis zum nächsten Video in der Gesundheitsreihe hier.